Okidoki, zurück bei Stalker. Und dieses Mal haben wir ein paar Military-Ärsche zu treten, offensichtlich. Oh je. Aber zuallererst schauen wir an, dass wir... Aua. Okay, ist ihm scheißegal. Lol, er nimmt mich mit. Oh no! Wohin bringst du mich? Wo bringt er mich hin? Okay, nirgends. Na gut. Dann equippen wir diesmal direkt die Waffe besser. Und hoffen, dass wir diesmal den Typen killen können, bevor er uns erreicht, falls er überhaupt nochmal kommt. Und ich glaube, er lässt uns. Dann ist okay. Dann ist das in Ordnung. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt das Artefakt. Wir haben das Artefakt, was soll's. Ja, sehr schön. Mir ist es so ruhig. Das ist gruselig. Es ist vor allem ungewöhnlich. Na gut. Da hinten sieht so aus, als wäre da eine Anomaly. Merc, we're stuck by the HQ. The army boys have holed up in there and they've got this whole area covered. We can't move an inch. Help us capture the HQ. Can't he wait another hour or two? Break it up! Keep your distances when attacked! We've assumed our positions, waiting on your command. Oh lol. No use hiding! We've been discovered! Ja. Ja gut. Müssen wir uns ein bisschen zu sehr rauswagen, mit dem Ding zu feuern, aber witzig war's. Boah, ey. Das ist ja schon alles vernervt. Ich kann mich viel zu leicht treffen wieder. Keine Ahnung, warum ich jetzt schon wieder getroffen wurde. Handle this carefully. It's a grenade. Na gut, wir machen das komplett anders. Wer trifft mich da? Das ergibt keinen Sinn. Na.
schön. So, jetzt so langsam mal was. Na. Okay. Haben wir die auf jeden Fall erstmal weggemacht. Sehr gut, sehr gut. Gucken wir mal, jetzt kommen wir bestimmt in das Haus rein. Nee, was ist denn da hinten noch? Eine Leiche? Noch auf den Turm. Na gut. Gucken, wie viele da noch drin sind. Jetzt auf Close Range nehme ich lieber eine andere Waffe. Die ganzen Leichen, die spawnen halt irgendwie voll schnell. Ich kann die gar nicht richtig looten. So. Na gut. Natürlich! Es ist eine absolut unfaire Mechanik, die so unnötig ist. Die gibt dem Spiel nichts. Man ärgert sich nur darüber. Waffe zielt dahin, wo ich hin, schießt dahin, wo ich hin ziele. Challenge Impossible. Und hier zufälligerweise dann irgendwo noch Bandages, weil die sind jetzt logischerweise alle wieder weg. Nee, natürlich nicht. Auch ein Artefakt, was Bleeding, hier verhindert. Ah, jetzt. Boah, ey, können die mal aufhören, ihren ganzen Waffen hier. Haben wir noch. Und ich habe kein Problem, die jetzt mal zuzusperren mit Granaten. Mhm. Okay. Machen wir das so. Wir gehen hier raus. Aber nicht getroffen, zumindest nicht getötet. Okay. Jetzt zu mir.
schön. Hier müsste irgendwo noch eine Leiche sein, laut PDA. Aber die gibt's wohl irgendwie nicht mehr. Die ist im Leichenhimmel verschwunden. Oh, der Leichenhimmel. Dort, wo die ganzen toten Stalkers hingehen. Aber das Problem hat das erste Spiel irgendwie nicht, dass die Leichen so komplett verschwunden sind. Die waren halt irgendwann unsichtbar und man konnte die noch looten. Naja. Dann let's go. We've received the coordinates and we're going to try to get out of the bubble. Okay, left here, 60 feet this way. Oh dang, we're free! You hear me? We made it out of the anomaly. We're headed for Limansk. Lebedev. Okay. Lebedev here. We're at the bridge, waiting for mercenaries to arrive from the direction of the bandit camp anytime soon. Come back to the bridge. We need you here. It's going to get pretty nasty here before long. Will er nicht zu mir? Die haben wohl irgendeine andere Mission. Die wollen irgendwo hin und uns angreifen. Na gut. Na gut, na gut. Hier sind echt sehr viele meiner Freedom Boys hier verreckt. Dann werde ich, Ja. Dies alles ließe sich vermeiden, wären die Waffen in diesem Spiel gut. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Ich konnte nichts anderes machen, außer auf den zu zielen und hoffen, dass es trifft. Aber guck mal. Ich glaube hier, das hier sieht doch gut aus. Der hat, was für Muni benutzt ist. Wie sieht's denn hier aus? Accuracy und Condition ist besser. Ach, das hier hatte nur einen Silencer, ne? Und das hier hat einen Scope, okay. Ach lol, aber das, das benutzt die Akame, oder? Ne, das benutzt die Muni. Aber das kann auch die Muni laden. Hier steht 5.56 x 45. Das ist 5.545 x 39. Heißt, es kann beide laden, oder was? Dann ist das ja das ultimative Gewehr eigentlich. Bei 580 Schuss habe ich nur die hier. Garantiert nicht die, auch nicht kombiniert. Und dann probieren wir das doch mal so. Dann mal das hier mal dorten, machen wir wieder durch den Raketenwerfer. Ich halt auf jeden Fall verkaufen, wenn es geht. Und mir dadurch dann noch, damit dann noch andere Muni holen. Aber hey, vielleicht habe ich dann jetzt endlich eine geile Waffe. Das wäre super. Never mind, 2 Schuss und Jam. Trotzdem. Und es ist hier die Muni runtergegangen. Das heißt, wir haben jetzt hier vielleicht echt keinen Bedarf mehr an einer anderen Waffe. Die hier ist auch schlecht. Das heißt, ich kann die beiden verkaufen. Ich kann den Raketenwerfer verkaufen.
brauchen wir echt nur eigentlich einen Trader, der uns auch die Waffen abnimmt. Praktisch, praktisch. Naja. Ja, und wir brauchen das Compass Artifact. Ich will nicht mehr die ganze Zeit nur gehen können. Das nervt. Das nervt. Das ist so viel besser, das Spiel. Ab dem Zeitpunkt, wo Endurance einfach kein Faktor mehr ist. Protection required to pass. Ich habe Protection. Hoffentlich reicht es überhaupt. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich davor sterben, oder? Na gut, nee, wir werden es überleben, weil der HP-Verlust geht ja runter. Je weiter runter das geht, glücklicherweise. Dann regenerieren wir uns gleich wieder. Könnten auch mal gucken, habe ich noch Essen dabei? Nö. Hätte ich das einfach genommen. Na gut. Das Spiel eigentlich schon von einem, dass man halt hier einfach nur ganz normal geht und dann immer nur sprintet, wenn man es wirklich braucht, anstatt dass man es einfach macht, weil man halt nicht so langsam sein möchte beim Rumgehen. Was ist denn dies? Oh je. Explosives. Naja, eigentlich müsste man mit dem Messer ja... Eigentlich sollte das die Explosives ja nicht auslösen. Denke ich mal. Also außer natürlich, man schlägt so schnell zu, dass da irgendwie Funken schlagen dadurch. Aber das passiert eigentlich auch nicht, wenn man mit Stahl auf Holz schlägt, oder? Bei Stahl auf Stahl? Ja, okay. Kann ich verstehen. Stahl auf Holz? Weiß ich nicht. Weil dann dürfte ja eigentlich, egal wie explosiv das da drin ist, dass der Sprengstoff müsste ja eigentlich nicht irgendwie... So was passiert dann, man schneidet halt durchs Schießpulver, ja, und es sollte eigentlich wurscht sein. Aber ich habe absolut keine Ahnung von irgendwelchem Sprengstoff und wie der funktioniert. Ich kann da nur mutmaßen, so, ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwie so ist, dass man, was weiß ich... Dass da irgendwie Sprengstoff ist und nicht in irgendwas reingepresst in irgendeine Form, wie bei einer Granate und so. Und dann wird halt irgendwie durch irgendeinen Mechanismus dieser Sprengstoff dann angezündet. Und dann macht's bumm. So kann ich mir das zumindest vorstellen, aber ich habe doch keine Ahnung, wie das tatsächlich funktioniert. Aber naja, die Kiste hat ja eh nichts gemacht. Aber es gibt genügend, genügend Spiele, wo man sowas, How's life? Please do tell. Auch kaputt machen kann, ohne dass man da reinfeuert. Kannst du bitte endlich aus diesem Scheißgang rausgehen? Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Time is money, so start talking. How's life? Ach warte, du bist ja der Guide, ne? Trade kann ich nicht traden. Ich hab leider keine guten Trader hier und der Forester, der upgradet nur ab. Das bringt mir auch nichts. So, was machen die Lutens? Nichts. Da sind Stalkers. Da müssen wir lang. Da ist der Eingang zum Forest. Wieder zurück im Forest. Hoffentlich treffen wir nicht allzu viele Mutants. Ich kann aber mal zuerst zu den Stalkers gehen, dann. Dann sind wir da zumindest ein bisschen geschützt zusammen mit denen. Naja, wir haben hier ein bisschen Radiation. So, jetzt ist wieder wurscht. Ach lol, das waren ja die, mit denen ich das hier eingenommen habe, klar. Claro. Von euch war niemand ein Trader, oder?
Nicht wirklich mehr. So tell me, what's up? Nicht so viel. Lebede. Merc, get here quick. The Sheen squad is almost here. Okay. The Sheen squad is approaching. Our job is to cover them so they can get through to the bridge. Take up a position on the second floor tower and get ready. Dann machen wir das. Das funktioniert doch hier ganz gut. Können Sie auf uns verlassen, Boys. Wir haben theoretisch noch die Sniper. Schön. Okay, das war's. Wir haben hier nicht drin. This is Lishi. We've managed to secure a position next to the bridge. Ja, okay, okay. Doch schon dabei. Aua. Ich habe keine Bandages mehr, ne? Weniger. Oh, da kommen jetzt aber welche. Nochmal ein Sniper. Wo? Da. Kein Problem. Nochmal einer. Kill
Ja, ich versuch's doch. Ja. Geht doch. Piu, piu. Ne. Einfach spammen. Irgendwann müssen sie ja tot sein. Hä, hey, durch was denn? Bin ich immer noch am Bluten gewesen, ja wohl. Ne. Weapon jammed. Schon wieder einer, ey. What the fuck? Oh, da. Halt echt Glückssache mit dem Sniper. Ich hätte mein eigenes Sniper für den aufsparen sollen. Lebedev, cover my man at the control panel. The bandits are trying to get him. Boah, wie viel Muni ich rausbannere. Ich kann jetzt halt niemanden looten. Na? So, jetzt. Bevor er den Typen wegkillt. Ja, let's go. Ja. Was ist das für ein Ding? Das war immer für die Pistole, gell? What's up, Stalker? Hallo, ich möchte ganz kurz noch looten, bevor ich mit euch rede. So. Thank you, Lashi. They sure as hell owe you one. Thank the Merc. If it weren't for him, we'd be stuck in that bubble trap forever. Either way, I owe you. I'll keep that in mind. Good luck to you. That's a deal. No, no, no. Clear Sky Fighters. We have completed a brilliant operation. The bridge has been lowered and the road to Limansk is now open. Advance squad, move out into Limansk and find a safe path to the city. Everyone else, hold the bridge and wait for the main squad. Something on your mind, Mark? Start talking, buddy.
I just dropped in for a sec. I should be getting on my way. Stay in touch. We may need your help soon. Yeah. Dann let's go. Okidoki, mal gucken, was wir hier machen müssen. Nee, den hat's erwischt. We're advancing. Stay alert, people. Target at 11 o'clock. Let's go and check it out. Na. Speed up! I didn't expect to see bandits here. Let's take them all down. Don't shoot! I can tell you about the bandits' ambush. Spill the beans and we might spare your life. Give me a med kit for my partner. You'll have to do without. You have 1 minute. Tell me where the ambush is or I'll shoot you like a dog. Give me a med kit! Here. Thanks for the med kit, Mark. Лежи, лежи, ща я тебя подлатаю. The ambush is really close. Here, let me mark it on your PDA. You may live, but don't let me catch sight of you ever again. So sieht's nämlich aus. Na gut. Dann mal ganz kurz schauen. Bandit Ambush. Machen wir live. Clear Sky und Scout. The road to limits. Das. So lange braucht es, einen einzigen Bandit zu töten, der sich nicht bewegt. Einfach nur, weil diese Waffen nirgendwo hinschießen, außer. Also halt nicht. Überall hinschießen, außer in die Mitte. Es ist unglaublich. So, das ist halt die Frage. Wie machen wir das jetzt mit dem Bandit Ambush? Der da oben kann mir schon mal nichts. Und hier könnten wir mal gucken, ob wir da irgendwie noch von der anderen Seite. Irgendwie rankommen, aber anscheinend nicht. Das hier schnappe ich mir auf jeden Fall. Nice. Ja. Aua. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wäre ja auch mal zu schön, das zu wissen, ne? Sehr schön. Ist in den Häusern generell irgendwie mal wer, oder? A mess, I mean. There's a real street war going on here. There's an MG nest on the balcony of the building to the left. They're not holding back up there. We're totally pinned. If we can take out the machine gunner, we'll be able to keep going. I'll draw his attention, and you head into the building and deal with that MG. Go on my signal. Oh, yeah. Hier rein oder was? Oder warte, der hat die Muni, die ist gut für die Sniper. Die komme ich auch nicht rein. Oh wow! Ist ja alles immer super fair mit dem Game Design. Mark, come over here. I'll fill you in. I
This is some mess, I mean. There's a real street war going on here. Ach, ich kann hier rein. Alles scheißegal wieder mal. Ich habe halt wieder keine Bandages. Bandits haben auch keine. Offensichtlich. Imagine, das Game würde einem genug Bandages bieten. Der Spieler lootet gerade Radar zugeschlagen. Absolut nervig. Das ist so ein verbocktes Game, ohne Scheiß. Und wieso sind die jetzt hier drin? Ah, jammed, natürlich. Okay, der war tot und konnte mich noch abkriegen. Ah ne, da sind jetzt Leute. Mhm.
Yeah. We'll have to fight out in the open. Von wo? Das ist so ein unfaires Game. Ich bin ja eh quasi wieder tot, weil ich keine Bandages habe. Seriously? Das Einzige, was in dem Spiel immer schwer ist, ist Fake-Schwierigkeit. Also entweder die Waffe schießt nicht richtig, die jammt übertrieben oft. Man blutet aus, weil man einfach keine Bandages bekommt. Ich meine, ich habe ja sogar welche gekauft, aber nee, die haben ja so wenige, dass man da irgendwie direkt wieder keine mehr hat. Das nervt einfach nur. Das ist so fake. Alles, was einen hier in irgendeiner Form gefährlich wird, immer, ist immer fake. Das künstlich erschaffene Schwierigkeit. So, haben wir hier vielleicht. Ja, kann wieder hier bleiben. Ich will den Stash oben abgefahren. Da hinten ist auch nochmal ein neuer Stash aufgetaucht, den ich mir anschauen werde, weil vielleicht sind da Bandages drin und die brauche ich. Nee, aber die Munition, sag ich mal, da sage ich auch nichts gegen. Die Waffe ist wenigstens etwas genauer. Tag, Tag. Einer von den Bandages. We need to move further into the city. Our boys are stuck by the canal beyond the square, and we're on our way to help them. You seem to know how to handle yourself. Why don't you stick with us and make things easier for us both? Speed up! Das können wir ruhig machen. Speed up! Speed up! Haben wir durchaus noch ein Stückchen vor uns. Military sogar relativ viel und Monolith. Natürlich, bringt er mich direkt zum Bluten. Wäre ja auch schön, wenn ich mal einfach nur getroffen werden würde, ohne dass was direkt passiert. Nein, muss wieder direkt bluten, oder sind meine ganzen Medkits verschwendet. Zum Glück hat der hier eins. Blute zwar immer noch, aber hey. Was ist dies für eine Waffe? Achso, die habe ich ja eh schon hier. Die ist nur Scoped. Warum ist so? Ich glaube zwar nicht, dass ich die noch brauche, aber ich glaube, die andere Waffe ist halt einfach besser, aber ich sag jetzt mal auch nicht nein zu. Eventuell haben wir ja eh vielleicht irgendwann einen Trailer und können da vielleicht mal ein bisschen das Zeug weggeben. Das wäre gut.
Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Trader gibt's nicht mehr. Oh je. Ja, natürlich. Natürlich loote ich wieder, weil na klar. Anders geht's nicht. Damn it! How many are there? They're coming from all directions. Mut, keep moving towards the canal. We'll hold the enemy. Okay, da lang eher nicht gehen. I see. Dort ist noch ein Stash, vielleicht sind da ja zufälligerweise, netterweise, ein paar Dings drin, ein paar Bandages oder hier. Nee. Naja, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das macht die Blutung auch zumindest noch ein bisschen schwächer. Das ist in Ordnung. So, was ist da oben? Welche Leute noch abknallen. Da hinten der Military, aber. Ja, das treffe ich die leider nicht, auch wenn die Waffe sehr genau ist. Die sind dann vielleicht ein bisschen zu weit weg. Naja. You couldn't have picked a better time to show up, Merc. We're stuck here in a terrible position. The enemy is in the building across the canal and we're sitting ducks here. Lebedev ordered us to take the bridge. We need to clear and secure that building, whatever it takes. The enemy is in the building on the other side. We're sitting ducks here. There's no point in attempting an attack. We'll just die for nothing. We'll keep them busy so that you can run from cover to cover and get right up to the building. Once you're there, you know what to do. Just kill that bastard machine gunner. These assholes have caused us enough grief. Squad, cover the Merc. Fire! Wegsnipen. Man kennt's. So, gehen wir mal hier lang. Sehr schön. So, hier sind es nicht mehr. Der ist da hinter der Treppe. Na, den schicken wir doch auch noch. Au. Und jammt, natürlich. Imagine, das Spiel wäre fair. Das ist so ein dummer Scheiß.
So, hier ist niemand mehr am Leben, ihr könnt rüber. Ihr könnt alle rüberkommen. Ihr könntet mir netterweise Dings geben. Medkits, aber naja. Okay, so einfach von hier gar nicht wieder zurück, oder? Nee, scheiße, hier ist viel Radiation. Na, no. Oh, ach du Kacke, was geht denn da hinten ab? Okay. Hui. Das ist doch. Oh, hier komme ich nicht vorbei. Dann nehmen wir halt den vermutlich radioaktiven Weg. Nee, da kommen wir auch nicht durch. Das ist auch ein Zaun. Hier links können wir noch entlang. Aber da kommen wir doch nur zurück, oder? Wie frech! Wie frech ist das denn? Okay, aber man kommt hier wieder hoch. Das ist okay. Es ist in Ordnung. Müssen wir nochmal mit den Leuten reden vielleicht. Mir ist halt echt alles zu. Komm mal rüber. Come on! Ich glaube, da ist eine unsichtbare. Unsichtbare, Wand. So, das. Ich wünschte, ich hätte Endurance-Artefakte. Das wäre so viel besser. So, so, so viel besser. Naja. Na, no, dann gehen wir einmal wieder komplett hier durch. Und das so langsam wie möglich, weil wir ja keine Ausdauer haben. So, what do you want, anyway? Aha. Mehr sagt er gar nicht. Okay, ja, super. Das heißt, ich darf meinen Weg alleine finden. Seid ja super nett und hilfsbereit. Wirklich, wirklich. Ich bin so froh, euch geholfen zu haben. Dann nehme ich mal schwer an, dass die Anomalies da hinten dafür da ist, dass wir uns da halt einen Weg durchfinden müssen. Das ist so die Challenge, dass wir das Richtige finden müssen, was uns an den richtigen Ort bringt. Oder müssen wir da einfach so vorbei, ohne in eins reinzufallen? Das könnte ja auch sein. Wir müssen ja nur gucken, dass wir hier unten durchkommen. Schön vorsichtig. So. Ups. Da war ich zu voreilig. So, hier können wir uns doch bestimmt gut durchbewegen. Nein, hier können wir nicht. Kommen wir hier irgendwo vorbei. Auch wäre schlecht aus. Ha. Irgendwie durch den Bus. Maybe. Ja, das sieht gut aus, oder? Ach, come on, als ob ich jetzt nicht reinkomme. Du schaffst es. Hä? Oder müssen wir wirklich in eins der Dinger rein und einfach das Richtige finden? Nee, es bringt uns auch nur hier zurück. Ich meine, das hier sieht halt schon sehr stark danach aus, als sollen wir hier rein. Nur sieht es dann halt wieder so aus, als würde es nicht funktionieren, weil wir halt nicht durchkommen.
rauf kommen wir auch nicht, oder? Das sieht schon super stark danach aus, als sollen wir hier eigentlich rein. Okay, man soll auch, aber aus irgendeinem Grund hat es bisher nicht funktioniert, aber jetzt schon. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Ich habe bei beiden Malen das niedrige Ducken benutzt quasi. Das hat halt funktioniert. Naja. So, wir haben wahrscheinlich wieder ein bisschen Range-Stuff, weil wir sind einige Gegner. Find a way through the construction site. Du meinst wohl, shoot a way through the construction site. So sieht es nämlich eigentlich aus. Okay. Unglaublich. Sie schmeißen schon direkt wieder mit Granaten. Es ist so unfair. Es ist wirklich by far eins der unfairsten Games, das ich kenne. Naja, Granate, was weiß ich. Das seriously, wer hat das designed? Diese Person kann kein Game designen, die das entschieden hat. Hey, in diesem Spiel hast du zwei Optionen. Du bleibst stehen und stirbst. Oder du bewegst dich und stirbst. Was soll ich denn tun, bitte? Dann bleibe ich halt hier hinten. Da können mich die Granaten vielleicht nicht treffen. Vielleicht treffe ich die trotzdem noch, zumindest ein paar. Okay, die können mich trotzdem töten, for whatever reason. Dann schießen sie halt wahrscheinlich jetzt inzwischen einfach durch das Gebäude durch oder so. Ja, keine Ahnung, wer mich da treffen kann. Okay, die Granaten können auch durch Wände explodieren, gut. Seriously, was zur Hölle? Das Spiel schummelt halt einfach. Und das kann man es nicht ausdrücken, außer dass das Spiel halt einfach massiv cheatet.
Aha, kommen da Leute? Oder warum leuchtet es auf einmal so? Es ist so unfair. Macht halt echt auch null Spaß so. Also wirklich nicht. Das macht das komplette Game kaputt. Lol, was geht denn da ab? Ja, komm. Komm, mach mir das Ding kaputt. Let's go. Na, schade. Ich dachte, das wäre irgendwie eine krasse Rakete. Auf die Typen drauf. 18 Leute noch. Oh, what the fuck? 18 Leute in einem absolut willkürlichen Kampfsystem. Die aus irgendeinem Grund, vor allem das Dreiste an der ganzen Sache ist, die schmeißen die Granaten perfekt und wissen nicht mal, wo ich bin. Denn die Granaten werfen, sind hinter der Mauer und unten auf den unteren Ebenen. Die werfen die über die Mauer auf meine Position perfekt drauf. Nice, das Game ist erstmal abgestürzt, hat auch keinen Bock mehr. Ja, Granate. Wenn es wenigstens so wäre, dass die Granaten denen irgendwann ausgehen würden. Aber das ist ja nicht so. Leider keine Bandages. Na, vielleicht kommen wir jetzt hier auch schon einfach durch. Nicht durch.
Aber es funktioniert jetzt hier langsam ein bisschen was. Wir haben uns durchgeschlagen, durch das Nervigste. Und hier können sie uns wenigstens nicht mit Granaten wegspammen. Ich verrecke hier schon wieder, weil ich keine Bandages habe. Glücklicherweise noch genügend Medkits, aber. Die Bandages werden langsam was Gutes. Genau, wie sind die anderen hier? Ah, danke. Das war wichtig. Sehr, sehr wichtig. Na gut. Ein Stress ist das hier. Und das aus den völlig falschen Gründen. Könnte sein, dass die jetzt hier alle tot sind. Ich gehe trotzdem mal nochmal hier rum. Und ich glaube, oben ist noch einer und... keine Ahnung. Ruft nach Verstärkung mit seinen Leuchtdingern. Oh cool, die Leiche ist despawned. Okay, aber auch nur unsichtbar geworden. Immerhin. Ich meine, noch haben wir immer... noch looten wir immer ein bisschen. Das heißt, ganz vorbei ist es immer noch nicht. So, nochmal hier. Ist hier was? Ich glaube, die vier sind ja unsere Leute da hinten. Und ganz oben ist safe noch einer, oder? Nee. Interessant. Oh, sehr schön, eine Bandage. Na gut. Dann laufen wir mal wieder runter. Mich wundert es, dass mich Freedom irgendwie gar nicht mehr kontaktiert hat. So, die sind hier ja überall. Ich bin denen auch nur offiziell nicht gejoint. Was passiert ist noch? Oder ist der Zug abgefahren? Wahrscheinlich müssen wir sogar von oben irgendwo durchspringen oder so. Ja, das hier sieht doch gut aus. Oh, aber hier kommen wir. Ah doch, hier kommen wir durch. Perfekt. Hey Mark, good to see you. The exit from Limansk is very close. But we need to stay alert and speed proceed up. With caution. Come on, you. Keep up or become bloodsucker food. Speed up! Nichts da speed up. Ich hol mir jetzt den Stash da hinten. Na, irgendwo ein Sniper auch wieder. Hm.
Eric war doch, glaube ich, der Dachboden, oder? Das heißt, wir müssen hoch. Genau. Oh, das braucht auf jeden Fall. Keine Ahnung, für was für eine Waffe das ist, aber ich nehme es mir mit. Na gut, ich komme an das andere nicht ran, aber da ist glaube ich eh nichts. So, return to the commander. Hallo, wen muss ich jetzt killen? Ein Sniper da oben, okay. Das ist so unglaublich, ne? Der Sniper muss nicht mehr distracted werden. Oh. Fine Generator. Okay, können wir hier irgendwie auch durch oder was? Probably. Unglaublich. Wo sind denn die Leute? Ich nehme mal schweren, da darf ich nicht durch. Hier. Das heißt, man muss irgendwie noch anders irgendwie da vorbeikommen, aber wie? Hier geht's ja nirgends rein. Hä? Nichts, wieso? Okay, man hat mich durch das Haus geführt, aus irgendeinem Grund, damit ich hier rauskomme. Um was zu machen, genau? Hier hoch komme ich nicht. Also, ich werde nicht hier irgendwie drüber kommen. Ich weiß nicht, wie ich hier jetzt dran vorbeikommen soll. Hier ist kein Loch irgendwo drin. Ich droppe mal den Raketenwerfer. Ich glaube, den baue ich nicht mehr. Ich habe irgendwie auch so langsam das Gefühl, wir kommen auch nicht mit einem Trader. Soll da ist jemand. Na gut. So, aber wie kommen wir jetzt hier durch? Wir könnten es allerdings auf der anderen Seite noch probieren, aber warum würde man uns dann nach rechts führen? Wen schießen die denn noch? Wir probieren das mal darum, aber das sieht sehr zu aus. Ja, das ist zu, da soll man nicht durch. Na gut, dann versuchen wir es nochmal mit Game Design Logik. Ein Game Design Logik Approach. So, wir werden nach hier oben geführt. Hier sind nicht so viele Dinge zu tun. Man kann hier durchgehen, man kann hier hingehen oder man könnte hier rausgehen, was aber nichts bringt.
könnte dann nach oben gehen. Und ich glaube, hier ist aber auch alles zu, oder? Naja, wir könnten hier übers Dach. Ja, okay. Das sieht doch wenigstens langsam nach was aus. Ich glaube, das ist wichtig. Und weil hier ja jetzt die meisten tot sind. Ja, super. Es ist so fucking unfair. Er kommt raus, feuert instant. Instant. Und er bringt mich wieder zum Bluten. Weil natürlich tut er das. So. Denke ich mal, ist das ein ganz guter Punkt, um hier das Ganze mal zu beenden. Würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.